Ein herzliches Moin aus der Elbphilharmonie. Heute wollen wir erleben, warum die Orgel eigentlich der erste Synthesizer ist. Warum ist die Orgel also mit einem Synthesizer zu vergleichen? Beim Synthesizer haben wir verschiedene Wellenformen, die unterschiedliche Klänge erzeugen und unterschiedliche Tonhöhen und damit einen Klang gestalten. Bei der Orgel ist das ganz genauso. Wir haben verschiedene Register, die wir alle schon kennengelernt haben, die einen unterschiedlichen Klang erzeugen und zudem haben wir auch verschiedene Tonhöhen. Es entsteht dann also ein Klang, der nicht mehr in die einzelnen Bestandteile zu zerlegen ist. Wir können den Klang also in alle möglichen Richtungen modellieren. Wenn wir uns einmal hier unsere Registerschalter anschauen, dann sehen wir einen Namen für den Register und oben eine Zahl, das ist eine durchlaufende Nummerierung, und darunter eine Größenangabe, 16, 8, 8, 4 und so weiter. Das ist eine Angabe in Fuß, ganz traditionelle Orgelbauereinheit. Und das bedeutet, dass bei diesem Prinzipal 8 Fuß, dieses tiefe C, 8 Fuß lang ist, nämlich 2,40 Meter. Diese 8 Fuß Lage ist genau die gleiche Lage wie beim Klavier. Das heißt, dieses C oder besser gesagt, dieses A hat 442 Hertz, genauso wie das Klavier oder die Stimmtonhöhe des Orchesters. Wir haben jetzt hier also diesen 8-Fuß-Prinzipal. Das ist auch genau die klangliche Lage, wo wir in der letzten Episode die ganzen unterschiedlichen Registertypen kennengelernt haben. Das sind 2,40 Meter. Wenn wir ein 4-Fuß-Register dazu schalten, dann ist diese Pfeife nur noch 1,20 Meter lang und die Wellenlänge doppelt so schnell, der Ton doppelt so hoch. Also 8 Fuß plus 4 Fuß. Wir hören zwei Cs. Jetzt kommen wir zu einer Quinte, 2, 2 Drittel, also über dem C ein G. 2 Fuß, noch eine Oktave darüber. Die Mixtur vierfach, vier verschiedene hohe Töne. Dann haben wir einen 16 Fuß noch dazu, eine Oktave unter dem 8 Fuß, 5,20 Meter und die 32 Füße im Pedal mit über 10 Metern Länge. Diesen Klang kennen Sie alle. Also das typische Orgelprinzipalplenum. Dazu muss man sagen, dass Sie jetzt 10 unterschiedliche Pfeifen unterschiedlicher Tonhöhe auf eine Taste bezogen gehört haben. Wenn wir jetzt einen großen vollstimmigen Akkord spielen, dann sind das schnell über 100 verschiedene Töne. Es liegt also in der Aufgabe des Organisten, sich jetzt innerhalb dieses Koordinatensystems in der Höhe als auch in der Breite einen ganz individuellen Klang zu mischen. Damit ist die Orgel also das einzige Musikinstrument im klassischen Bereich, das in der Lage ist, den gesamten menschlichen Hörbereich abzudecken. Vielleicht sogar je nach Hörvermögen darüber hinaus. Wir sind jetzt hier oben am mechanischen Spieltisch. Der Spieltisch auf der Bühne ist ja komplett digital über ein Kabel mit der Orgel verbunden, sozusagen Fly-by-Wire. Hier oben in unserem Adlerhorst haben wir eine mechanische Verbindung von der Taste bis hin zur Pfeife. Das haben wir in den vorherigen Episoden ja schon gesehen. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, den euch eben vorgestellten typischen Orgel-Prinzipalplenumsklang mit einem ganz bekannten Stück zum Klingen zu bringen. Beim Tag der Orgel ist es immer eins der meistgewünschtesten Stücke, was wir aber oft immer nur in abgewandelten Formen gespielt haben. Heute präsentiere ich es euch einmal ganz klassisch in voller Gänze, nämlich die Toccata und Fuge D-Moll von Johann Sebastian Bach. Was wir dann noch alles noch mit unserer Orgel klanglich und so weiter anstellen können, wollen wir beim nächsten Mal erleben. Nun aber erst einmal
Bach.